würde ich zwei Bereiche trennen. Einmal die Vernetzung bereits in der Antike und dann vielleicht der Blick auf einige aktuelle Aspekte. In der Antike selbst ist Dolice eine Stadt gewesen, die Teil der römischen Provinz Syrien im Osten des Imperium Romanum war, die aber heute aktuell auf türkischem Staatsgebiet liegt, etwa 40 Kilometer nördlich der heutigen türkisch-syrischen Staatsgrenze. Und angesichts eben auch der Tatsache, dass viele syrische Städte, die für die Erforschung antiker Lebensverhältnisse sehr wichtig wären, doch den politischen Umständen des Bürgerkrieges leider Gottes zum Opfer gefallen sind, ist es eine einzigartige Chance, diese Stadt Dolice, die eben zum syrischen Kulturkreis zählt, erforschen zu können. Und die wenigen Grabungskampagnen, die wir in der Stadt selbst gemacht haben, zeigen schon, dass es tatsächlich auch eine Vernetzung in der Antike gegeben hat mit Europa. Im materiellen Befund können wir sehr gut sehen, dass Händler, dass Soldaten aus dem Westen nach Dolice gekommen sind. Also Dolice, eine eher kleine, unscheinbare Stadt, ist aber durchaus Teil einer, um mal einen modernen Begriff gebrauchen zu können, globalisierten Welt gewesen. In den Jahrhunderten vor und nach Christi Geburt. Heute ist es unsere Aufgabe und auch unser Wunsch, im Rahmen unserer Grabungs- und Restaurierungsarbeiten auch syrische Akademiker einzubinden. Das konnten wir dankenswerterweise in den letzten Jahren tun. Wir haben gerade in diesem Jahr ein Projekt der Gerda-Henkel-Stiftung bewilligt bekommen, das es uns ermöglicht hat, syrische Archäologen, Architekten, Denkmalpfleger, die zurzeit in der Türkei leben, mit in dieses Projekt zu integrieren, das damit auch einen gewissen Ausbildungscharakter hat. Und diese Kolleginnen und Kollegen eben Erfahrungen, Expertise sammeln können, die sie dann bei dem zu erhoffenden Wiederaufbau des Landes dann auch gewinnbringend einbauen können.